Bei einer Komposition dreht sich nicht alles um die letzte Note. Wenn es so wäre, wären die besten Orchester die, die am schnellsten spielen. Und es gäbe Komponisten, die nur letzte Noten schreiben würden. Menschen würden zu Konzerten gehen, nur um den Schlussakkord zu sehen. Aber wir erkennen nicht, dass genau diese Einstellung uns durch das Erziehungssystem vermittelt wird. Im Schulsystem scheint es genau darauf anzukommen. Es geht immer um Zensuren. Wir schicken die Kinder also durch diesen Korridor des Zensurensystems. Da geht's zuerst in den Kindergarten und das ist ganz toll, denn wenn man damit fertig ist, kommt man in die erste Klasse. Und danach kommt die zweite und so weiter. Und dann ist man fertig mit der Grundschule und geht auf die nächste. Und da sieht man so langsam das Ziel, denn man geht in die Uni und macht den Bachelor und dann einen Master und wenn du damit fertig bist, gehst du hinaus in die Welt. Und dann wirst du ein professioneller Versicherungsvertreter. Und da gibt's dann die Karriereleiter. Man kommt eine Stufe höher und ständig rückt das Ziel näher. Schritt für Schritt näherst du dich diesem großartigen Ziel, dem Erfolg, auf den du hingearbeitet hast. Und wenn du 40 wirst und aufwachst, sagst du dann: Oh mein Gott, ich bin angekommen. Aber du fühlst dich da nicht wirklich anders. Du fühlst dich nur irgendwie im Stich gelassen, denn es scheint, als wäre das alles eine Illusion gewesen, ein fürchterlicher Trugschluss. Sie haben dafür gesorgt, dass du alles verpasst hast. Du hast das Leben als eine Reise, eine Pilgerfahrt gesehen, wo am Ende ein ernsthaftes Ziel steht und es darum ging, dieses Ziel zu erreichen, diesen Erfolg oder was auch immer, vielleicht den Himmel nach dem Tod. Aber so verpasst man sein Leben lang den wahren Sinn. Es ist ein Lied und es geht darum zu singen und zu tanzen, solange die Musik spielt.